So, Hallöchen. Ich habe hier was gekauft. Das ist ziemlich klein. Hat nur 9,99 € gekostet und hat auf der Seite nichts. Hat auf der Seite nichts. Hat auf der Seite was mit An und M. Auf der Seite was mit USB und mit einer Dingskarte. Ja, jetzt kommt schon da. Es ist eine Kamera. Eine wirklich kleine Kamera. Also, was hat die in der Abmessung? Breit ist sie. Oh. Ja, 24 mal. Oh, knapp 23. Knapp 23 mm. Und so hoch ist sie. Ja, auch so knapp 24. Das ist eine Full-HD-Kamera. Ich hoffe, man kann das noch sehen. Ne, das schafft sie dann nicht mehr. Ne, da steht Full-HD-Cam 1920x1080 MP. Es ist sehr schwer mit der Kamera überhaupt irgendwie die Modis durchzugehen. Also ich habe es geschafft, ein Video in 27p aufzunehmen, in 1080p und ein paar Fotos habe ich auch schon geschafft damit zu machen. Die Karte, die jetzt hier drin ist, ist in der Kamera jetzt hier gerade drin. Ich werde das gleich mal einblenden. Sie hat kein WLAN, nichts. Aber was sie kann, das ist eigentlich ganz gut. Ich kann sie als USB-Kamera benutzen, als ja, Webcam in dem Sinne, aber da dann nur 27p. Ich werde das gleich mal vorbereiten, dann sehen wir uns auf dem PC. Und dann blende ich noch mal einmal ein 27p Video ein. Das habe ich draußen bei, ja, nicht Sonnenschein, aber bei Tageslicht gemacht. Es geht eigentlich. Vom Bild her ist es okay. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt, weil Fotos macht sie mit 2 Megapixel und der Sensor soll angeblich nur 1,3 Megapixel sein. Also da kann eigentlich nicht wirklich Full HD in der Qualität rauskommen, wie man es eigentlich kennt. So wie bei der Kamera hier zum Beispiel, die hat 10 Megapixel. Nicht interpoliert, das sind echte 10 Megapixel, die Kamera hier hat, also die, wo ich mit gerade filme. Und es ist ein bisschen schwer mit den Modis. Also man muss hier lange drücken, kurz drücken, Modi drücken und irgendwie was und nur über Blinken irgendwas geht das. Sie soll auch Nachtsicht haben, aber das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft anzukriegen. Vom Fokus her ist sie eigentlich relativ gut. Ganz nahe Sachen kriegt sie nicht hin, aber so ab 30 cm circa ist es eigentlich okay. Was ein bisschen blöd ist, ist mit der Befestigung. Ich habe da auch eine Befestigung zu. Die schnappt hier in diesen beiden Seiten ein. Aber dann ist der Clip, der dazu ist, hier hinten und nicht unten drunter. Das ist ein bisschen blöd, dass ich sie zum Beispiel, wenn ich sie jetzt als Clip nehme, ich mache mal ein bisschen den Zoom raus. Als Clip nehmen, dass sie so vielleicht irgendwo angeklippt werden kann. Sie kann nur so weg, so geklippt werden. Das ist ein bisschen blöd. Muss ich mir mal was einfallen lassen. Vielleicht kriege ich da noch was mit einem 3D-Drucker gebastelt, dass es auch vielleicht ein bisschen anders geht. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Dann werden wir jetzt mal auf den PC wechseln. Dann mache ich mal die Webcam-Funktion in dem Sinne da mit bei. Und dann blende ich noch am Schluss vom Video das Video ein, was ich da aufgenommen habe. Ist sehr kurz. Mit Bewegung kann sie nicht so besonders, aber das geht eigentlich. Für 10 € habe ich gedacht, nimm man mit. Kannst ja mal ausprobieren. Das kleine Ding. Man muss natürlich aufpassen mit der kleinen Karte hier. Die ist mir einmal schon daneben gerutscht. Da habe ich sie gerade so noch wieder rausgekriegt. Ansonsten hätte ich das Ding auseinanderreißen müssen, wie auch immer das funktionieren soll. Gut, dann bis gleich. So, jetzt sind wir hier auf dem PC. Man sieht schon, ich weiß nicht, ob man es sieht. Es geht. Ich könnte sie als ja, Streaming-Cam nehmen. Hier unten ist jetzt der Dings. Wenn ich da jetzt dichter komme,
wird es irgendwann unscharf. Also es sind so etwa 30 cm, dann wird sie scharf. Ich glaube, man sieht es auch im Bild, wie sie es macht. Also zumindest sehe ich es hier auf dem PC, wie sie es macht. Irgendwie so ein komisches Raster im Bild. Also sie kommt eigentlich recht gut mit Kunstdicht klar. Das ist jetzt zum Beispiel nur ein bisschen Licht von hinten. So von der Seite, von hinten so. Es geht. Also hat mich doch überrascht, dass die Kamera doch so wirklich gut funktioniert. Ich habe wirklich mit was viel Schlechterem gerechnet. Ich weiß noch, wie ich die andere Kamera da hatte. Für, ich weiß nicht, wie viel Geld die gekostet hat. Die habe ich ja von meinem Freund geschenkt gekriegt. Die war ein wenig schlechter. Gut, aber jetzt blende ich euch noch das Bild, was ich eben draußen noch gemacht habe. So bei, ja, grau in grau, sagen wir mal so, Regenwetter. Es geht eigentlich so von der Qualität her. Man kann sie benutzen. Ist nicht so das Allerschlimmste, aber mit Bewegung weiß ich nicht, ob sie da hier so im Stream so. Ich habe jetzt auf 30 Frames. Ob es geht, weiß ich nicht. Naja, gut, aber wenn wir dann sehen, was ich damit noch so anstelle. Ich habe mir jetzt gedacht, für den 3D-Drucker vielleicht zum bisschen überwachen oder so. Mal gucken. Dann bis gleich hier nach dem Teil und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.